Wie versprochen nehme ich euch mit heute auf meine nächste Tour. Ich berichte über meine Tour in Zittauer Gebirge. Dort war ich schon Ewigkeiten nicht mehr, als kleines Kind als letztes. Und Cassie? Cassie ist natürlich auch mit dabei, die langweilt sich schon und will endlich los. Ich stehe hier noch am Supermarkt auf dem Parkplatz. Aber jetzt starten wir endlich. If you ever feel like you might need someone to remind you who still believes, don't forget I'm not so far from home. Don't forget I'm not so far from home. 'Cause when it's you, my heart feels it too. Wochenende. So, in einer Stunde, anderthalb Stunden in etwa, bin ich da und ich fahre gerade durch die Lausitz, den Spreewald. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wisst ihr eigentlich, dass hier eine Ethnie lebt, die nicht unbedingt nur Deutsch spricht, sondern auch noch eine andere Sprache, und zwar Sorbisch? Ja, hier im Spreewald leben die Sorben. Ich habe auch schon richtig lange mal vor, hier im Spreewald ein Video zu machen. Aber irgendwie ist es noch nicht so interessant für mich, weil ich hier schon oft war. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr euch dafür interessieren würdet. Ein Video aus dem Spreewald von den Sorben. Der hier lebt, dann schreibt mir doch mal einfach eine E-Mail oder in den Kommentar, wo ich am besten hinfahren kann, wo ich richtig zentral bin und wo auch vielleicht ein guter Stellplatz wäre für mein Auto, für Wenner. Am liebsten natürlich in der Natur, autark, ohne Campingplatz, ohne alles. Ich habe ja immer alles dabei. Und ich räume auch meinen Müll weg. Jetzt in Zittauer Gebirge fahre ich auch eigentlich nur, weil mir jemand eine Einladung geschickt hat. Es ist nicht mehr feierlich hier auf dieser Autobahn. Ich bin jetzt auf der A4. Es fahren unglaublich viele LKWs und einer überholt den anderen. Also man kommt hier überhaupt nicht voran. Hier stehen die Orte nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Sorbisch dran. So, jetzt bin ich in der Stadt Zittau, also die Stadt zum Zittauer Gebirge. Möglichkeit. Hier sind überall Felsen, schaut mal, mich herzustellen, hier neben dieser Bimmelbahn, die natürlich jetzt momentan gerade nicht fährt. Hier ist auch eine Burg.
die von Eubin. Aber ich gucke jetzt noch mal nach einem anderen Platz, weil das ist hier ein Stellplatz von Park von Night. Hier stehe ich nicht so gern. Ich suche mir mal was anderes. So, wir stehen hier. Da steht Wenner. Das ist hier so ein kleiner Wanderparkplatz. Hier ist eine Schranke am Wald. Das war jetzt der einzige Platz, wo es hier Internet gibt. Ich hoffe, es ist halbwegs gutes Internet, weil ich es einfach immer brauche. Wir gehen jetzt hier erstmal eine kleine Runde, dass Cassie mal pullern kann. Dann gucke ich mal, wie ich das Auto hier am besten hinstelle. Da sind noch mehr Autos neben mir. Ja, wir sind jetzt hier in der Nähe von Eubin an den Kelchsteinen. Schaut mal, da hinter mir, da sind auch schon Felsen. Und Cassie, die schnüffelt hier. Und dort unten sind die Kelchsteine, die laufen wir jetzt aber nicht an. Wir gehen jetzt erstmal hier eine kleine Runde. Einfach nur Gassi. Ja, wir sind jetzt in Eubin und geradezu seht ihr die Burg von Eubin. Mal sehen, ob wir es dieses Wochenende schaffen, die Burg zu besuchen. Jetzt geht die Sirene. Das ist übrigens nicht nur eine Burg, sondern auch ein Kloster auf diesem Felsen, den ihr gerade gesehen habt. Hier ist natürlich jetzt leider alles zu und geschlossen. So, ich stehe direkt am Felsen vom Eubiner Kloster und der Burg und hier ist ein Parkscheinautomat. Und zwar, hier steht alles dran. 8 bis 20 Uhr ist hier gebührenpflichtig, 30 Minuten sind frei, bis 4 Stunden 3 Euro und ein Tagesticket kostet 5 Euro. Und hier ist auch gleich der Bahnhof, Zittauer Schmalspurbahn und hier steht der Theaterwagen. Ein wirklich hübscher Bahnhof und hier ist auch gleichzeitig noch ein Kinderbahnhof da. Zu. Schaut mal das Bahnhofsgebäude. Schön. Komm, wir gehen mal gucken, wo das Wasser ist. Das sind die richtigen Gewässer für Cassie. Und Wenner steht da ohne Parkschein. Tage im Jahr geöffnet. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt offen ist. Das werden wir morgen gleich ausprobieren. Da müssen wir da hochkraxeln. Die Gegend erinnert mich unheimlich an die Sächsische Schweiz. Diese ganzen Felsen hier überall. Also die Gegend gefällt mir richtig gut. Das ist übrigens hier vom Trinkwasserschutzgebiet ein Gebäude, keine Ahnung. Und hier sind überall die Felsen und man kann hier diese Wege alle entlang gehen. Das erkunde ich jetzt in den nächsten 2-3 Tagen einfach mal hier alles. Diese ganzen Felsformationen hier im Hintergrund, dort ist unser Stellplatz. Da fahren wir jetzt hin. Es ist leicht windig, ich hoffe, ihr versteht mich. Da hinten übrigens, der ist der 1012 Meter hohe Jeschken. Ansonsten ist es doch ein Hammerausblick hier, oder?
So, wir haben jetzt noch ein besseres Plätzchen gefunden und dort fahren wir jetzt hin. Aber schaut euch doch mal die Aussicht an. Ist das nicht Hammer hier? Wunderschöne Gegend und nicht so viel Tourismus wie zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz. Stellplatz. Jetzt ist die Scheibe ein bisschen dreckig, aber ich hoffe, ihr erkennt trotzdem etwas. So, wir haben uns jetzt doch für diesen Stellplatz entschieden. Schaut mal. Da hinten, da ist die Straße, aber die ist ziemlich weit weg. Die wird uns nicht stören. Und ansonsten stehen wir hier mitten im Wald. Hier hat einer eine Bude gebaut. So, schön. Ich schütze dich vor Sturm und Sonnenbrand. Schützt du mich vor böser Bubenhand. Ja, schöne kleine Sitzgruppe hier drin. Sehr schön. So, jetzt habe ich es mir doch noch mal hier so richtig gemütlich gemacht. So sieht es jetzt hier aus mit meiner Lichterkette. Und ich sage schon mal gute Nacht, bis morgen.